herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es das 7-Monats-Video von unserem Kleinen. Und es ist auch sehr aktuell. Er ist am Wochenende 7 Monate alt geworden. Heute ist Montag. Und zwar genau am Samstag, ja. Ja, also von daher ist es sehr aktuell. Und ja, wir haben diesmal keine Notizen oder sowas. Ich habe zwar neulich schon mal drüber nachgedacht, was man alles so sagen kann, aber das wird jetzt eher so spontan. Und ja. Er ist auch hier wieder unterwegs. Erste hört man schon. Also er blubbert jetzt sehr aktiv, also mit seiner Zunge zwischen den Lippen und... Nein. Lass mir das Stativ stehen, danke. Ja, so ein... macht er jetzt sehr gern, eigentlich den ganzen Tag. Das ist total niedlich. Es sprudelt auch manchmal schön. Genau. Außerdem macht halt generell ganz viel Geräusche jetzt. Also noch viel mehr als vorher. Also sowohl erzählen, so ein einfach Mam und sowas macht er schon. Das klingt voll schon so, wenn er Mama und Papa sagen will. Also er kann sich ja teilweise auch nicht entscheiden, beides mal zusammen. Das ist sehr süß. Und er schreit auch gerne. Also nicht so schreien wie traurig sein, sondern einfach nur laut Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar hat Philipp ein Video gemacht, da können wir euch auch was einblenden, wo man den Kleinen halt nicht sieht. Manuel Neuer und Toni Kroos, die restlichen Helden von genau, und ansonsten süß. Ja, also er rollt nach wie vor. Er kann jetzt vom Rücken in beide Richtungen rollen. Das hat er plötzlich an einem Tag mal gemacht. Ich glaube, beim Wickeln war das. Und seitdem kann er das jetzt. Das genau, ist eigentlich ganz cool. Lag auf einer Seite von ihm, also auf seiner rechten Seite quasi dahin, wo er nicht rollen konnte, lag irgendwas, was nee, ihn sehr... Nee, er kann ja nicht nach links rollen. Ja, aber auf seiner rechten Seite, so. Zu seiner rechten Seite. Da lag halt was, was ihn sehr interessiert hat und dann auf einmal... ging das. Also ich war nicht dabei, aber... Ja, das war die Box mit den Feuchttüchern. Da hat er immer schon seine Hände hingestreckt und hat da schon sich teilweise auch Feuchttücher rausgenommen und sowas. Aber auf jeden Fall hat es dann geklappt und seitdem macht er das auch. Und da ich habe gemerkt irgendwie, wenn es halt in die eine Richtung nicht geht, dann weiß er kann immer noch in die andere Richtung. Und das wendet er auch so an. Also es ist nicht so, dass wenn er dann irgendwo sozusagen... irgendwo rangerollt ist an der einen Seite, dass er dann irgendwie traurig wird oder so, weil es nicht mehr weitergeht, sondern versucht es in die andere Richtung. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Das ist auch sehr intelligent. Genau. Was wollte ich? Mir ist gerade noch was eingefallen. Ach so, ja, er wird jetzt auch irgendwie gefühlt immer kitzliger. Also an den Füßen ist er jetzt sehr kitzelig und ja, am Bauch sowieso schon. Und das wird auch jetzt irgendwie immer mehr. Und er lacht dann immer so schön dabei. Ja. Das stimmt. Ja, ansonsten so von dem, was wir eigentlich immer erzählen, Windeln und so, hat sich nichts geändert. Nach wie vor 5 am Tag und 5 plus in der Nacht. Wobei die wahrscheinlich gleich groß sind, weil die normalen 5 sind Öko-Windeln vom DM und die 5 plus nachts sind Pampers. Nee, ich denke bloß, dass der Unterschied halt ist, dass irgendwie bei die Pampers mehr aufsaugen. An sich ja, aber sind an die sich gleich groß. Von dem, wie sie zugehen, sind sogar die Pampers besser. Die vom, ja, aber die Baby Love sind eh irgendwie gefühlt so ein paar Zentimeter größer. Genau, wobei waren wir? Ich weiß gar nicht. Ach so, mit dem Dreh. Okay, wir hätten das auch nicht einblenden müssen. Mit dem Schreien, ja. Was gibt's noch zu sagen? Er gefühlt badet er mit jedem Mal, wo wir ihn baden, lieber. Also er hat nicht jetzt so, dass es ihm mal nicht gefallen hat, sondern er entdeckt halt immer mehr, dass man mit Wasser Spaß haben kann. Allein schon rumzappeln oder wie gesagt seine Quietschende, die er schon ein Stückchen hat, aber die quietscht nicht. Mit der spielt er auch sehr gerne und ja, ich glaube, es wird bald soweit sein, dass er so richtig anfängt, so Chaos dann zu machen mit ganz viel Wasser und so, was aber natürlich kein Problem ist. Er wird ja noch in der Babybadewanne gebadet und die steht in der großen Badewanne. Das heißt, wenn irgendwas überläuft, ist es nicht schlimm. Eishände.
Genau. Was ich noch gemerkt habe, ist, dass er länger und mehr am Tag wach wird. Das ist immer so, also gefühlt merkt man das erst über einen längeren Zeitraum hinweg, wenn man dann so rückblickend überlegt, wie oft hat er heute geschlafen und wie lange. Aber er macht trotzdem eigentlich meistens noch auf jeden Fall Mittagsschlaf und wenn wir zeitlich aufgestanden sind, auch noch Vormittagsschlaf. Ja. Und er stützt sich jetzt auch immer mehr, also mit den Armen sowieso schon ab und aber auch immer mehr mit den Knien, sodass teilweise auch der Bauch schon in der Luft ist. Hat er jetzt auch gerade eben schon ein paar Mal gemacht. Ja. Aber er kommt auf jeden Fall noch nicht vorwärts. Also es ist wirklich noch nicht hoch, es ist nur ein ganz, ganz kleines bisschen, aber es wird halt immer mehr. Ja. Dann hatten wir jetzt unsere erste große Familienfeier, bei der er dabei war und es hat sehr gut funktioniert alles. Also viele Menschen und viel los und viel machen, das hat ihn überhaupt nicht irgendwie ihn gestört oder so. Er war ganz normal drauf, wie sonst auch immer. Er hat ganz normal Mittagsschlaf gemacht, er hat an der großen Tafel mitgegessen. Wir haben da ganz normal ihm sein Brei gegeben. Also es war unglaublich unkompliziert und ja, er ist ja generell sehr unkompliziert. Deswegen habe ich da auch keine Angst vor der Feier gehabt. Ich hatte bloß halt überlegt, ob, wenn da zu viel Trubel ist, ob wir ihm sein Essen nicht mit an der großen Tafel da füttern. Aber ihn hat das überhaupt nicht gejuckt, dass da 1000 Leute rumgerannt sind und alles. Er hat zwar gegenüber zu den Leuten, die halt gegenüber von ihm saßen, geguckt. Also es waren meine kleinen Schwestern und so. Und die waren halt ab und zu mal interessant, aber auch nicht so, sag ich mal, negativ, dass das irgendwie ja, sein Essen beeinflusst hätte. Also es ging wirklich gut. Und wir hatten so einen Tischsitz, den kann man so an die Tischplatte ranmachen, dann so festschrauben. Und dann hängt er sozusagen da an dem Tisch. Also das ist halt sehr praktisch für unterwegs. Und da saß er zum ersten Mal drin und es ging super. Ja. Und bei seinen Geräuschen fällt mir gerade ein, er hat ein neues Lieblingsspielzeug, und zwar einen Traktor. Den kannst du mal holen, der ist da drüben. Da ist der Traktor. Wir können dann mal ein Foto von dem machen, dass der scharf wird. Genau. Und das ein bisschen einblenden. Ein bisschen Licht. Also Foto wird jetzt eingeblendet. Genau. Da gab es auch ein Buch dazu, das haben wir ihm aber noch nicht vorgelesen, glaube ich, oder? Hast du es schon mal vorgelesen? Ne, wir haben es uns nur durchgelesen. Wo halt eine Geschichte auch von dem kleinen grünen Traktor halt drin ist. Finde ich total süß. Vom Essen. Er putzt jetzt Zähne. Ja, er putzt Zähne. Da können wir euch auch ein Foto von dieser Zahnbürste einblenden. Die ist für die Zeit, bevor er Zähne hat, also das wie so ein Beißring eigentlich, hilft beim Zahnen und hilft ihm auch schon mal so zu üben, wie das funktioniert mit dem Zähneputzen und sich auch ein bisschen dran gewöhnen und so. Genau. Und dann kann ich euch auch einblenden, ein Foto. In der Packung war nämlich auch dann noch für die nächste Stufe so eine Zahnbürste. Wenn der erste Zahn da ist, die hat aber so Gummiborsten, ist halt wirklich noch ganz, sag ich mal, zart für den Anfang, bevor er dann eine richtige Zahnbürste kriegt. Genau. Ja, und er trinkt, teilweise schon jetzt wie ein großer, also ohne diesen Schnabeltassenaufsatz, sondern so richtig aus der Tasse eben. Oh ja, das macht ihm sehr viel Spaß. Genau. Und er mag das so sehr, also wenn wir ihm beim Essen, wenn wir direkt damit anfangen, also mit der ohne diesen Schnabeltassenaufsatz, dann nimmt er danach den auch bei der Mahlzeit zumindest nicht mehr. Ja, also deswegen versuche ich es eigentlich oft erstmal ganz normal mit der Schnabeltasse, weil er sich da noch weniger verschluckt, weil er es halt auf jeden Fall kann, da damit trinken. Und dann am Ende gibt ihm das aber oft dann einfach so aus dem Becher und wir haben es einfach mal ausprobiert. Auf jeden Fall kriegt er nach wie vor mittags und abends Brei, also das hat sich noch nicht geändert. Bloß, wir haben es jetzt immer mal so gemacht, wenn er nachts sehr früh am Tag, also so gegen 2 oder 3 gestillt wurde, dann früh aufwacht, aber keinen Hunger hat und dann die Zeit bis zu seinem Mittagessen, was dann so um 11 ist,
ja, die ja schon groß ist, aber er sich nicht äußert mit Hunger, dass wir ihm dann früh zum Frühstück Banane gegeben haben, also kleingeschnittene Stücke, die wir ihm in den Mund gesteckt haben, und dann hat er die mit seinem, naja, seinem Kiefer halt zerdrückt. Und jetzt haben wir ihm auch so längere, so wie Spalte. Ja, so wie Gurkensticks. So länger und dünner halt so. Wie so ein Viertel, wenn man die Banane hochkant durchschneidet. Sowas in die Hand gedrückt, und das hat er dann auch aus seiner Hand gegessen. Und das funktioniert echt gut. Das macht ihm Spaß, das zu zerkleinern. Auch damit ein bisschen rumzuspielen. Das finde ich auch nicht schlimm, wenn er damit spielt. Klar heißt es ja, mit dem Essen spielt man nicht, aber in dem Alter ist... Das ist ja dann noch spielend essen lernen. Ja, eben. Also ich finde das vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch diese Mund-Hand-Augen-Koordination. die damit geschult wird. Ich finde das wirklich in Ordnung. Da kann jetzt auch sonst wer sagen, was er will. Mir ist es dann egal. Auf jeden Fall. Ja. Und die nächste Mahlzeit, die wir so langsam irgendwann mal einführen werden, ist dann wahrscheinlich auch das Frühstück, weil das einfach am meisten Sinn macht. Weil er das ja, wie gesagt, oftmals jetzt schon so weglässt, früh im Bett. Und wenn er sich... Dann darf er relativ zeitig am Mittag essen, also kann man vielleicht auch zum Mittagessen zu einer normaleren Zeit machen. Ja, um 12 oder so. Oder halb eins, weil wir... Am Wochenende essen wir ja alle zusammen Mittag. Also vor allem wir beide, ja, sind dann da. Und dann essen wir auch immer eigentlich später. Nochmal wegen Essen. Also Fleisch gibt es bei ihm aktuell immer noch nicht. Wir haben es jetzt nicht nochmal probiert, muss ich sagen, aber... der letzte Stand war ja, dass es ihm nicht geschmeckt hat, und wir haben jetzt verschiedene Gemüsesorten, gerade wo wir unterwegs waren, hatten wir von Hip so, naja, so mit auch Getreide, also mit Couscous und Amaranth und dann halt irgendwie mit Möhre und Aubergine und sowas. Er verträgt ja alles, und das ist natürlich auch abwechslungsreich erstmal, wenn er verschiedene Gemüsesorten kriegt. Und das schmeckt ihm halt auf jeden Fall. Ja, genau. Und ansonsten, abends gibt es nach wie vor noch Getreide mit Obst. Und halt auch Obstnachtisch mittags und abends. Und ja, was für eine Art von Frühstücksmahlzeit das wird, da haben wir jetzt noch nicht so den Plan. Da wollte ich erstmal mich nochmal ein bisschen belesen. Klar, man kann ja Babys eigentlich alles, was Babys essen dürfen, zum Frühstück geben, aber wir haben ja so bei jeder Mahlzeit bis jetzt schon irgendwie so ein kleines Grundprinzip und was es da gibt und wie das zusammengesetzt ist, damit er halt auch von allem, was er braucht, genug bekommt. Und deswegen werden wir da uns nochmal wegen dem Frühstück informieren, aber wir machen uns da jetzt auch keinen Stress. Ja, also... Ich denke mal, dass wir es, bevor er 8 Monate wird, auf jeden Fall das Frühstück einführen werden. Philipp nickt. Und er trommelt jetzt auch sehr gerne auf irgendwas drauf rum. Ja, oder generell. Klopft oder... Aber auch mit den Füßen, also wenn er auf dem Bauch liegt. Weil das zumindest auf dem normalen Boden, auf den er sich sehr gerne mal rollt, Geräusche macht. Und ansonsten mit der Hand klopft er auf uns oder auf... irgendwas, was halt gerade da ist. Richtig süß. Ja, dann würde ich jetzt einfach spontan sagen, dass wir fertig sind. Ja. Mir fällt nichts weiter ein. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es war informativ und hat euch gefallen. Du hast deinen Vortrag jetzt beendet. Was denn für ein Vortrag? Das ist so dieses Ende, was es bei jedem Schulvortrag gab. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war informativ. Gibt es noch Fragen? Ja. Fragen in die Kommentare, bitte. Und schön, dass du dich drüber lustig machst, wie ich das Video hier beende. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Da muss ich aber ehrlich sagen, haben wir noch nicht so einen Plan, was es wird, haben uns aber auch noch nicht drüber unterhalten. Wir verlinken unser letztes Video unten drunter. Das dürfte... Ach ja, der längste Cache der Welt sein, an den wir uns herangemacht haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.
kein gruseliges Ende.